Die Frage ist, was ist eine typisch ostwestfälische Delikatesse? Die Antwort, die ich nach langen Recherchen erhielt, der Pickert. Der Pickert? Wer oder was ist ein Pickert? Ich begab mich auf Spurensuche und bin hier fündig geworden. Der Seekrug am Bielefelder Obersee bietet den Pickert in den verschiedensten Variationen auf der Speisekarte an. In der Küche vom Seekrug zeigt mir Köchin Ina, wie der Pickert hergestellt wird. Erstmal die Platte heiß machen und den Speck anbraten. Den Teig hat Ina bereits vorbereitet. Zum Anbraten nimmt Ina Sonnenblumenöl. Für einen deftigen Pickert gibt Ina den Teig über den angebratenen Speck. Das riecht schon mal sehr verführerisch. Der Teig besteht aus Kartoffeln, Milch, Eiern, Mehl, Salz und Zucker. Wenn der Teig goldbraun angebraten ist, kann er gewendet werden. Nach ein paar Minuten ist er von beiden Seiten gebräunt. Et voilà! Fertig sind die ersten Pickerts. Und schon geht es weiter. Man kann den Pickert nämlich auch süß essen. Ina bereitet einen Pickert mit Rosinen vor. Ich bin gespannt, wie der schmeckt. Während Ina die Pickerts brät, erzählt sie mir auch, dass es unterschiedliche Formen des Pickerts gibt. Zum einen den westfälischen Pickert und zum anderen den lippischen Pickert. Ina backt gerade den westfälischen Pickert. Der ist dünner. Denn der lippische Pickert wird mit Hefe gebacken und ist deswegen fluffiger. Ina erklärt mir, was man alles zum Pickert dazu essen kann. Man kann ihn süß mit Marmelade und Zuckerrübensirup essen oder deftig mit Butter und Leberwurst. Mann, sieht das lecker aus! Gut, dass ich nicht nur zum Gucken, sondern auch zum Probieren hier bin. Der erste Bissen. Der Pickert mit Speck schmeckt schon mal hervorragend. Frau Heppner erklärt mir, dass man früher ganz traditionell den Pickert mit Butter und Leberwurst bestrichen hat und darüber Zuckerrübensirup gab. Ja, schmeckt auch gut. Dazu wurde entweder Malzkaffee oder Dunkelbier getrunken. Und wie ist der Pickert jetzt eigentlich entstanden? Wir hatten die Flachsarbeiter. Sie mussten jetzt sehen, dass sie die Leute satt kriegten. Und womit? Mit den Sachen, die auf dem Hof sind. Eier, Mehl, Kartoffeln und Milch. Und da ist ihnen das wie auch immer irgendwie eingefallen und haben da den leckeren Pickert draus gemacht. Und warum heißt der Pickert Pickert? Wenn die Pfannen nämlich nicht heiß sind, dann bleibt der Pickert Pecken. Und da soll auch der Name herkommen. Der Seekrug bietet seinen Gästen etwas ganz Besonderes an, das Pickert-Diplom. Frau Heppner leitet diese Veranstaltung. Hier wird den Teilnehmern gezeigt, wie ein typischer Pickert hergestellt wird. Als erstes steht auf dem Programm Kartoffeln schälen und reiben. Muss andersrum das Messer. Ja so. Jawohl, wunderbar. Guck mal zu. Hier, mach doch mal weiter. Nein, Conny. Nein. Ich mach mich fertig. Anschließend dürfen die Teilnehmer die Früchte ihrer Arbeit selber verkosten. Am Ende der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer das Pickert-Diplom in Form einer Urkunde. Der Pickert hat nicht nur mir geschmeckt, er ist in Ostwestfalen so beliebt, dass sogar Gedichte über ihn verfasst wurden. Pickert, rief der Herr von Sachsen, Pickert wollt auch der vom Rhein. Pickert, meint selbst der Bayer,
könnte Ersatz für Radi sein. Jüsken sprach mit Stolz und Würde zum Kollegen von der Treck. Was die Fürsten da so speisen, ist in Lippe Volksgebäck.